Ich habe den Wahlkampf insgesamt zu lang gefunden. Die ATV-Diskussion, die ich gesehen habe, war dann der Tiefpunkt des Wahlkampfes. Da war ich vollkommen schockiert, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, also ich möchte eigentlich in diesem Augenblick, habe ich mir gedacht, ich möchte keinen der beiden als Bundespräsidenten. Grundsätzlich, ja, befürchte ich, dass die Wähler den Herrn Hofer präferieren werden, was mich eigentlich sehr, nicht traurig stimmt, aber was ich eigentlich schrecklich finden würde. Das ist alles im Moment, was mir einfällt dazu.